Ich bin ganz feucht da unten rum. Also das war so aufregend. Sieht so ein bisschen aus, als wäre bei dir die Milch angeschossen. Bist du in anderen Umständen? Ja. Ich dachte, du merkst es nicht. Ja, ich befinde mich ja auch die Gasse. Ich bin öfter mal in schwierigen Situationen, deswegen kenne ich das. Ja, das war sehr schön. Als Vera sich vorhin umzog und ich fragte, ob sie neue Brustimplantate hätte. Und sie sagte, nein, das wäre ihre natürliche Brust. Da war ich ein bisschen aufgeregt auch. Das sah aber auch sehr beeindruckend aus, gerade als sie sich so runterbückte. Sie hat ein sehr schönes, natürliches Dekolleté. Frau Substitutin, ja. Nicht, dass Sie lesbisch sind und wir Kollegin. Nein. Du hast ja ein großes Angebot. Ne? Anne möchte ja so gerne ein Kind von dir. Ich vermisse Anne auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ich meine, für dich ist gut, dass Anne nicht da ist, weil Anne möchte ein Kind von dir. Und ich dachte, du hast extra für Anne dir diese wahnsinnig erotischen Strümpfe angezogen. Das liegt daran, weil da so viele Löcher in meiner Strumpfhose sind. Und dann habe ich gedacht, das gehört so. Das ist ja, ne? Das gehört so. Da kann man sich keine ganzen Strumpfhosen mehr leisten. Dann habe ich einfach mal ein bisschen so was weggeschnitten. Du bist so kreativ. Ja. Ich dachte, man muss. Die liebe Schächter. Du bist so kreativ. Obst? Bist du wahnsinnig? Willst du uns vergiften? Überhaupt nicht. Nimm das da hinten wieder weg, das tut uns nicht gut. Also, finde ich aber jetzt auch ungewöhnlich. Das finde ich auch ein bisschen ungewöhnlich. Vielleicht gibt es natürlich dazu dieses passende Getränk. Es waren Zitronen, das heißt, vielleicht gibt es dazu Tequila. Und es waren auch Limetten, vielleicht gibt es dazu noch ein Cabernet. Ja, ich meine, das wäre natürlich nicht verkehrt, weil in solcher Form kann man Obst ja ganz gut und ungefährlich genießen, weil die Vitamine, die den Körper vergiften, werden ja durch den Alkohol wieder aufgewogen. Ja, und vor allen Dingen muss man ja auch desinfizieren. Also Früchte immer vorher gut abwaschen. Genau. Mit Alkohol. Mouthwash. Ne? Ist auch, ja, das hilft. Also es gibt schon Menschen, die hatten Durchfall von Obst. Und das ist, weil das gründlich abgewaschen worden ist. Also, wir bei Aldi waschen ja. Ich meine, ich mache da manchmal Obst, gerade Trockenobst, ja, das genau. Wird ja sozusagen in Alkohol gedörrt. Deswegen machst du auch immer die Packung auf, ja. Gehst in die Abteilung von Vera und holst ein bisschen zum Abspülen. Ja, das sind für die Rumrosinen sozusagen. Ja, verstehe, der Rumtopf. Ja, das ist sozusagen die Rosinenpackung, die aufgehen und auf den Boden gefallen sind. Die muss man anschließend gut desinfizieren. Das fällt ja gar nicht weiter auf. Ich wollte gerade sagen, Vera, du siehst so gut aus, aber das ist Frau Loch. Ein Applaus für Frau Loch überhaupt an dieser Stelle. Ganz erschrocken. Ich dachte wirklich, Vera hätte sich mal hübsch zurecht gemacht. Wir haben vorhin festgestellt, dass Vera eine andere Definition von Schönheit hat als Fechter und ich. Und es führt auch immer wieder zu frappierenden Erkenntnissen. Ja, ich freue mich immer, Vera zu sehen. Ja, ich auch. Ich bewundere sie auch für den Mut, den sie hat. Und auch die Art, wie sie ihr Haar trägt. Ja, sag mal, stehen wir eigentlich gleich die ganze Zeit hier oder macht sie jetzt eine Runde? Nee, sie macht alleine. Wir können auch hinten gehen. Können sie auch ganz gut. Hinten, glaube ich, ne? Ja. Oder? Ja. Vera steht aufregend. Ich mag die Art, wie sie ihr Haar trägt. Ja, die hat da Fusseln drin. Das Gehirn, Vorsicht. Furchtbar. Aber ich meine, eins muss ich sagen, seitdem sie Weihnachten zu Hause war, steht ihr der Rock ganz gut. Es wird so ein bisschen ausgefüllt mit ihr. Gut, und jetzt wird es dramatisch viel Erfolg mit Vera Dieter. Yeah.
Oh,